sie jetzt nicht nochmal, das wäre ja doof. So, gibt es noch jemanden, der gestern draußen vor der Tür stand? Wo? Da, du bist wenigstens, muss ich klären, du bist wenigstens ganz vorne, aber du lächelst. Also wenigstens irgendwo kommst du von ganz weit weg. Oh, guck hier, die Mutti, die nicht mit mir sprechen will, geht zur Seite. Nein, ich will nicht mit dem reden, der junge Mann. Der hat uns Literare, mit dem rede ich nicht. Wie heißt du? Fabian. Wo kommst du her? Eigentlich aus Schaumburg, aber gestern aus Wuppertal. Eigentlich aus Schaumburg, aber gestern aus Wuppertal. Das heißt, er hat sich irgendwie wahrscheinlich auf dem Campingplatz in Wuppertal eingerichtet oder was? Und wo ist Schaumburg? Schaumburg ist bei Hannover. An der Lippe, richtig? Ja. 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 Muss überlegen. Ja. Das heißt, du hast in Wuppertal gepennt gestern? Bei meinem Bruder. Also, du hast einen Bruder in Wuppertal. Der ist mitgekommen. Okay. Warst du gestern? Du warst auch nicht drin, oder was? Nee, war draußen. Und hab da draußen noch ein bisschen auf dem Parkplatz CD gemacht. Cola getrunken, Cola Zero Light und genau. Okay. Also, ich sag's mal, allen diejenigen, die hinten stehen, wir bitten das zu entschuldigen. Ich habe das gestern von der Bühne auch erklärt. Ich glaube, man hat's auch verstanden, worum es ging. Wir konnten einfach nicht mehr Leute reinlassen, müssen erst wieder welche rauslassen, waren definitiv zu viel da. So, hast du was von mir gekriegt gestern? Nee. Schlüsselband. Mehr habe ich nicht. Ich würde dir irgendwas anderes geben, aber ich bin nicht besser ausgerüstet worden. Ich erzähle euch ein bisschen, was jetzt passiert. Wir werden den Einlass um 9 Uhr machen. Ich sage es offen, wie es ist. Ihr seht vorhin das Flatterband, da sind hinten auch Security-Kräfte, wo wir keinen Bock drauf haben, ist, dass da Männer stehen mit grimmigen Gesichtern, die irgendwie böse gucken und sagen, ich stell laufen und sowas. Das heißt, ich appelliere jetzt bereits an euch, dass ihr auf euch aufpasst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn es losgeht, ihr seid wirklich die Pole Position. Die Gamescom ist so groß, ihr wisst es eigentlich alle, der Großteil war ja nun in den letzten Tagen schon da, haben wir ja gerade festgestellt. Das heißt, ihr braucht nicht sofort losstürmen und auf die Fresse bringen. Ich meine das ganz, ganz ernst, denn gestern hat sich einer meiner Kollegen aus dem Sicherheitsteam die Rippe gebrannt. Ja, als es losging. Also passt bitte ein bisschen auf. Ich werde euch auch gleich auffordern, wenn es hier vorne zu eng wird, durchaus mal einen Schritt zurückzugehen. Und ich sage jetzt denen, die ganz hinten stehen, ja, die jetzt also sozusagen hier vorne in der letzten Reihe sind, geht auch ein bisschen auf die Seite. Von euch aus gesehen nach rechts zum Beispiel. Da ist noch relativ viel Platz. Das kann ich von hier aus ganz, ganz gut sehen. Ja, das heißt, die hinten stehen, nicht in die Mitte drängen, sondern einfach mal nach rechts gehen. Dann kommen wir von der Seite rein. Das geht ungefähr genauso schnell. Dann entzerrt sich das Ganze ein bisschen. Und unser Sicherheitsinspektor hinten auf seine Posten. Alles. Dreht euch mal um. Komm, ich zeige euch den mal. Dreht euch alle mal um. Guck mal, da ist Herr, wie heißt der? Herr Wehrhahn heißt er. Der Winkmann. Herr Wehrhahn, Winkmann. Ihr könnt jetzt alle mal zurückwinken. Und den mal begrüßen auf drei mit einem freundlichen guten Morgen. Der ist immer so ein bisschen schlecht. Aber komm, das wird überhört, ob das klappt. Die Kameras des Sicherheitsdienstes sind auch an. Da werden die wahrscheinlich eine Woche, wenn die sich das haben wir alle mal umdrehen und ihn angucken. Und dann so laut es geht. 1, 2, 3. Guten Morgen, du Sack! Schön. Ich arbeite hier nicht mehr. Wenn du dieses Jahr bei Brit arbeiten müssen oder sowas. Mal gucken, was das unbedingt erlächelt. Er hat immer so ein aufgemaltes Lächeln, weißt du, wirklich, das ist eine Maske, das zieht er nachher ab. Nein, dann guck ein bisschen und ja, wunderschön, ich sehe das dann, also auch ein bisschen auf die Seite gehen. So, wie ich das in den letzten Tagen auch gemacht habe, erzähle ich euch ein bisschen ganz gerne, was in dieser Halle passiert, was auf der Gamescom in den großen Hallen passiert. Wisst ihr alle, ihr habt alle eure Lieblingsspiele wahrscheinlich, wo ihr als allererstes hin kennt. Wie sieht das bei euch aus, Jungs? Ihr seid cooler, oder? Seid ihr cool? Schwester, nein, Bruder seid ihr. Zwillingsbrüder, oder? Wo geht's als erstes hin? Kein Plan. Vorstand, du weißt du noch nicht? Ich lasse dauern. Okay, du hast doch kein Plan. Das heißt, du wirst reinrennen und sagen, Fotos schießen. Fotos, du willst Fotos schießen. Wie heißt du? Stefan, wofür machst du die Fotos? Für Freunde. Für Freunde? Kein Blog oder sowas? Kein Blog oder sowas? Nein, keine Website? Nein. Doch. Freunde hast du, die mir das zeigt. Ja? Ja. Komm, Stefan, wir machen jetzt den Stefan das geilste Foto, was Stefan jemals geschossen hat. Komm mit mir mit, pass auf, dreh mich nicht drauf, hier sitzen ein paar Jungs. Stefan, auf die Bühne. So, hier kommt mal ein bisschen an die Bühne ran. Und du, noch nicht fotografiert, inszeniert. Komm, ruhig mal ein bisschen nach vorne. So, jetzt mal alle. Wir machen das erste Foto, was Stefan von uns kriegt, ist alle mal die linke Hand nach oben. Die linke Hand, alle nach oben. So mit den Fingern nach vorne. Den Finger nach vorne. So, jetzt so ein bisschen debiles Grinsen aufsetzen. Ja? Und dann die beiden äußeren Finger weg. Da sind noch drei Finger da. Scheiße, bist du bereit fürs Foto? Und jetzt die nächsten beiden äußeren Finger auch weg.
So, und jetzt Foto machen, Stefan. Komm, das ist das Foto deines Lebens. Komm. Du möchtest mehr Finger sehen. Gut geworden? Ja? Du willst auch Foto machen oder was? Ja, zack, komm hoch. So, für dich, wie heißt du? Jan. Das ist ein schöner Name, kann man sich einfach merken. So, für Jan machen wir mal ein anderes Foto. Da machen wir jetzt. Was willst du, Stefan? Sowas. Den Nachbarn in den Arm nehmen. Ja, guck mal, er guckt schon, mein Nachbar, der sieht aber hässlich aus. Richtig. Wird er hinter dir. Oh, ich habe eine geile Nachbarin. Ja, die nehme ich gerne. Finger weg von der Frau. Hallo. Für Jan machen wir. Was willst du, Jan? Willst du ein Motiv, irgendwas Besonderes? Ja, komm, wir machen mal, wir brüllen einfach irgendwas. Wir brüllen. Das nachmachen, ja. Super Idee. Wir machen das Game, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir machen das Gamescom-Logo, wenn ich mal im Kreis finden würde. Sehr, sehr schön. So, machen wir für Jan einfach auf Kommando, machen wir Scheiße Bullen, oder? Kommt immer gut. Nee, bei drei Jahre Hochspringen geht nicht. Das schaffen wir nicht. So, okay, auf drei Scheiße. Eins, zwei, drei. Scheiße! Hast du ein Foto? Du hast einen Film gemacht. Er ist mit Ton sogar. Okay, noch einer. Zack, komm hoch. Ihr müsst es unternehmen, müsst es bei YouTube einstellen, bei Facebook, was auch immer. Ja klar. Gamescom Cologne als Tag. So, mal beide Arme hoch. Los. Ist das mit Ton? Ja. Dann müsst ihr nochmal von vorne anfangen. Los, beide Arme hoch, mit Ton, mit der Cologne.